Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future. Hi, hier ist Fabienne. Heute beschäftigen wir uns mit der nachhaltigen Landwirtschaft und wie die Digitalisierung dazu beitragen kann. Dazu begrüße ich Professor Dr. Jörg Dörr. Er ist in der erweiterten Institutsleitung des IESE und leitet das Forschungsprogramm Agriculture and Food. Außerdem ist er an der RPTU Kaiserslautern-Landau Professor für Digital Farming. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Fabienne, ich freue mich auf das Interview. Dann legen wir auch direkt los. Was versteht man denn unter Digital Farming? Digital Farming ist häufig synonym mit Smart Farming oder auch der Landwirtschaft 4.0. Und allgemein verstehen wir darunter softwaregestützt die landwirtschaftlichen Arbeitsprozesse, also das, was auf dem Acker oder im Stall passiert, aber auch die landwirtschaftlichen Geschäftsprozesse, also das, was im Büro passiert, zu optimieren oder zu automatisieren oder auch dem Landwirt oder der Landwirtin neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Also einfach gesagt, man immer Software den Landwirt oder die Landwirtin unterstützt. Prima, ja. Wie wichtig ist denn jetzt schon die Digitalisierung in der Landwirtschaft? Kannst du das vielleicht anhand der ganzen Kette von Agriculture and Food erläutern? Also im Prinzip ist es so, dass die Landwirtinnen und Landwirte ziemlich unter Druck stehen, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt immer wieder neue Regularien, gerade auch bezüglich der Nachhaltigkeit. Möchte man ja Ressourcen einsparen, dass das eben bewusst eingesetzt wird. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass wir auch die Weltbevölkerung ernähren wollen. Also wir brauchen eine gewisse Produktivität, also für die Lebensmittel. Und das erzeugt einfach einen Druck von zwei Seiten, von der Gesellschaft und den Regularien auf die Landwirte. Und die Digitalisierung ist ein Mittel, nicht das einzige, aber ein Mittel, mit dem man das ermöglichen kann, denn die Digitalisierung kann uns helfen, den Landwirt zu unterstützen in der Planung, wie viele Ressourcen soll ich eigentlich wo ausbringen, das dann punktgenau ausbringen und ich kann hoffentlich dann den gleichen Ertrag erzielen mit weniger Dünger oder weniger Pflanzenschutzmittel. Das Ganze geht natürlich dann auch in der Kette weiter. Die Digitalisierung kann auch die Lebensmittelproduktion unterstützen, damit man hier nicht wie bei der Industrie 4.0, Losgröße 1, was man immer so sagt, also auch individueller produzieren kann, auf die Wünsche der Verbraucher und Verbraucherinnen besser eingehen kann. Und an welchen Stellen setzt ihr jetzt genau an in deinen Forschungsprojekten, am IESE oder an der Uni? Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Frage, ob die Landwirtinnen und Landwirte die Systeme, also die Digital Farming Lösungen einsetzen, ist, ob sie die Systeme akzeptieren, also wie ist die Akzeptanz. Und ich sage mal, da ist noch Luft nach oben, was die Usability und die User Experience der Systeme angeht, da unterstützen wir gerne. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich sage mal, es gibt tausende von Digital Farming Lösungen, aber die interagieren nicht wirklich gut. Das nennt man im Fachbereich Interoperabilität, also wie interoperabel sind die Systeme. Und da forschen wir dran an innovativen Lösungen, wie die Systeme besser Daten austauschen können, wie sie besser miteinander vernetzt werden können. Am Ende auch, damit die Firmen aus dem vor- und nachgelagerten Bereich, also zum Beispiel Landmaschinenhersteller oder die Agrarchemie, aber auch die Landwirtinnen und Landwirte einfach bessere Geschäftsmodelle fahren können, die Systeme effizienter nutzen können und auch somit Zeit sparen und besseren Ertrag erzielen. Du hast jetzt schon die Akzeptanz angesprochen und auch das Thema Daten. Also wie ist es denn, welche Herausforderungen begegnet ihr da bei den Landwirten, wenn es darum geht, dass sie ihre Daten preisgeben? Also allgemein hängen die Themen Daten, Akzeptanz, Datensouveränität oder Datenhoheit eng miteinander zusammen. Also auf der einen Seite ist es eine Zeitfrage, ob die Landwirte die Daten manuell eingeben wollen oder aus anderen Systemen holen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage, was passiert eigentlich mit den Daten? Und bei Datensouveränität oder Datenhoheit spricht man meistens von zwei Komponenten. Das eine ist so die Transparenz. Versteht der Landwirt oder die Landwirtin, wo eigentlich die Daten hinfließen? Egal, ob das zum Staat oder zu einer Firma geht, ist die Frage, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Höre ich sehr häufig von den Landwirtinnen oder Landwirten, naja, wer macht denn damit Geld? Und wie kann ich daran partizipieren an diesem Geld? Und das ist dieser Aspekt der Kontrolle, also dass man als Landwirt oder Landwirtin sagen kann und mitbestimmen kann, was passiert eigentlich mit den Daten. Und das ist dann viel leichter, diese Daten freizugeben und preiszugeben, wenn man da noch weiter das Gefühl hat, dass man diese Daten kontrollieren kann. Und das ist ja ein Thema, was das Fraunhofer IESE schon seit über 10 Jahren bearbeitet, das ganze Thema Data Usage Control, Datennutzungskontrolle, also nicht die Frage, habe ich Zugriff auf die Daten oder wer hat Zugriff auf die Daten, sondern was darf eigentlich mit den Daten gemacht werden. Und damit beschäftigen wir uns in unseren Forschungsprojekten jetzt auch im Agrarbereich sehr stark. Okay, von den Forschungsprojekten ganz konkret, möchtest du da noch ein paar im Detail genauer vorstellen? Sehr gerne. Also ein Projekt, was sehr wichtig war für uns, weil es so den
den Grundstein gelegt hat, war das Fraunhofer Leitprojekt Cogna Cognitive Agriculture. Das kennen wahrscheinlich auch einige. Mittlerweile haben die Ergebnisse Einzug gefunden in eine Reihe weiterer Projekte, die wir bekommen. Natürlich auch mit der Industrie in bilateralen Forschungsprojekten, aber auch in öffentlich geförderten Projekten, unter anderem ein großes EU-Projekt AgriData Space. Da geht es darum, den europäischen Agrardatenraum der Zukunft zu gestalten. Bei dem gestaltet das Fraunhofer IESE aus technischer Sicht stark mit. Aber auch das X-Kit-Projekt, was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird, da sind wir dabei in zwei Ecken. Das eine ist die Vernetzung der KI-Projekte. KI spielt ja eine immer größere Rolle in der Landwirtschaft. Und da vernetzen wir die von dem BML geförderten KI-Projekte, sind immerhin 3 Dutzend an der Zahl fast. Und auf der anderen Seite entwickeln wir die Datenräume der Zukunft für Deutschland weiter im Bereich Agrar, indem wir die Gaia-X-Anwendungsfälle auf die Agrardomäne spezialisieren, das heißt besser verstehen, was sind die Anforderungen aus der Agrardomäne und auch Lösungen konzipieren, die dann speziell für Agrar funktionieren werden. Und jetzt im Bereich KI nochmal, weil du es gerade gesagt hast, also wie kann man denn künstliche Intelligenz genau in der Landwirtschaft anwenden? Wir haben ja im Institut eine große Historie aus dem Bereich Daten, Messen und Data Science auch und auch damit an KI-Anwendungen und die KI spielt in ganz vielen Ecken in der Landwirtschaft eine Rolle. Das kann im Büro sein, beim Unterstützen der Planung, wenn es darum geht, was soll ich eigentlich wo ausbringen. Das kann aber auch auf dem Acker ganz konkret sein, um zum Beispiel Computer Vision zu sehen, mit den Sensoren am Traktor sozusagen zu sehen und den Landwirt dabei zu unterstützen bei den Fahrfunktionen, beispielsweise beim autonomen Fahren. Das ist ja ein Schwerpunktthema auch des Fraunhofer IESE. Wie kann man eigentlich autonom fahren und wie sichert man das vor allen Dingen ab? Also dass das auch mit einer Betriebssicherheit und einer Safety funktioniert, wie wir sie in Deutschland und Europa haben wollen. Und was davon ist jetzt wirklich schon im Einsatz bei den Landwirten? Die KI nimmt an ganz verschiedenen Bereichen schon Einzug. Im Büro bei Entscheidungsunterstützungssystemen haben wir schon KI mit dabei. Bei der Bilderkennung haben wir auch schon KI-Lösungen im Einsatz. Auch im Stall gibt es das, wenn zum Beispiel es ansteht zu erkennen, ob eine Kuh gesund ist oder nicht. Da kann man auch über multimodale Lernverfahren, also verschiedenste Parameter, verschiedene Quellen werden da erfasst, sehen, ob eine Kuh gesund ist oder ob sie krank ist, zum Beispiel lahmt. Und wie sieht es eigentlich mit kleineren Betrieben aus? Also die haben vielleicht nicht so sehr die Kapazitäten wie größere Betriebe, dass die sich trotzdem noch mit der Digitalisierung beschäftigen. Gibt es da irgendwelche Lösungen, wo ihr sagt, das kann der Standardlandwirt anwenden? Ist auf jeden Fall so, dass das immer ein Thema ist, was zur Sprache kommt. Ist denn die Digitalisierung in der Landwirtschaft nur was für große Betriebe? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist nicht so. Sondern die Digitalisierungslösung gibt es auf allen Ebenen, von einer kleinen App, die ich im App Store laden kann, bis wirklich natürlich hoch in komplexe, große Geräte, wo man Investitionen tätigen muss. Insofern ist es schon auch berechtigt zu sagen, nicht alle Lösungen sind für einen kleinen Betrieb sinnvoll. Aber man kann nicht sagen, Digitalisierung ist etwas, was nur für die großen Betriebe ist. Insofern kann ich nur jedem Betrieb raten, sich anzuschauen, was es im Bereich Digitalisierung gibt, weil es ist für jeden auch wirklich was dabei, wo er oder sie mit dem Betrieb profitieren kann. Und jetzt nochmal so ein Blick in die Zukunft. Also wie geht das ganze Thema denn weiter? Wird der Landwirt auch weiterhin noch auf dem Traktor sitzen? Der Landwirt wird auch für gewisse Themen auf dem Traktor sitzen, eventuell nicht mehr für alle. Das ist also sicher so. Es gibt ja Prototypen auch und es gibt mittlerweile auch Systeme, die im Einsatz sind, die quasi ohne Kabine auf dem Feld unterwegs sind. Aber die praktizieren dann häufig eine sehr konkrete Fahrfunktion, also eine Funktion. Und es gibt eben noch viele Dinge, wo der Landwirt ganz klar benötigt wird. Und ich bin der Meinung, dass der Landwirt und die Landwirtin in der Zukunft natürlich auch am Feld weiter agiert. Ist auch eine Frage des Wollens und der Verbindung sozusagen zur eigenen Profession. Und da hören wir doch schon immer wieder, es ist ja auch nicht gewünscht, dass jemand nur im Büro sitzt, sondern und Systeme steuert oder sowas. Also das wäre, glaube ich, falsch, das zu sehen. Wir haben am IESE ungefähr 2019 mal eine Studie gemacht, autonome Landmaschinen im Sinne 2025, 2035, 2045. Wie sieht es denn da prozentual aus? Und da kam auch raus, dass selbst 2045 nicht alle landwirtschaftlichen Betriebe autonome Systeme einsetzen. Der Anteil wird größer, aber es ist weiterhin so, dass die Landwirte auch selbst ihre Tätigkeiten verrichten und das ist auch gewollt. Also die Digitalisierung unterstützt die Landwirtinnen und Landwirte und ersetzt sie nicht. Kannst du noch mal so ein paar weitere Beispiele bringen, was es für Formen der Unterstützung gibt? Also ich weiß, an der Uni gibt es einen Farmbot. Kannst du sagen, was das genau ist und ja, was kann das Ding? Genau, an der Universität haben wir einen kleinen Farmbot. Die meisten, die denken jetzt wahrscheinlich, das ist so ein kleiner Roboter, der fährt auf dem Feld rum. Das ist es nicht, sondern das ist eher ein Gartenroboter, also so ein Feld 3 Meter auf 1,50 Meter. Den nutzen wir, um den Studierenden erstmal beizubringen, den Informatikstudierenden beizubringen, was kann man denn in der Digitalisierung in der Landwirtschaft machen.
der kann automatisiert bewässern, er kann automatisiert säen, er kann automatisiert Unkraut vernichten und es gibt auch Erweiterungen, wo er auch automatisiert sogar ernten kann. Und das sind alles Aspekte im gesamten Arbeitsprozess auf dem Feld, wo die Digitalisierung auch im Großen, also wirklich jetzt auf dem Feld oder im Stall, einen Mehrwert bieten kann, unterstützen kann. Und es geht aber wirklich schon im Büro los beim Planen, wo die Digitalisierung mit Farmmanagement-Informationssystemen, die Landwirte sind sehr unsicher, welche Systeme bieten ihnen einen Nutzen, welche Systeme bieten mit welchen Funktionalitäten einen Nutzen. Und da forschen wir auch dran, genau zu verstehen, welchen Nutzen haben die unterschiedlichen Systeme für welche Art Betrieb, also auch den Kontext der landwirtschaftlichen Betriebe besser zu verstehen. Wenn es da so viele verschiedene Systeme gibt, also wie versucht ihr die irgendwie zu bündeln, dass irgendwie alle Daten zusammenfließen? Es ist natürlich so, die Frage, wie Daten fließen, ist nicht nur eine rein technische. Also technische, da reden wir über die Datenräume, aber am Ende ist es auch eine betriebswirtschaftliche Frage für die Unternehmen. Lohnt sich das denn, dass ich meine Daten rausgebe? Also man muss die ganzen Facetten, die legalen Aspekte, die betriebswirtschaftlichen Aspekte, auch Governance, also in welchem Regelwerk sozusagen funktioniert denn Datenaustausch und dann die technische Komponente da im Blick behalten. Das machen wir aber in unseren Projekten auch, dass wir diese ganzen Punkte zusammenhalten. Und dann können wirklich die Daten besser ausgetauscht werden, zum Beispiel mit Konzepten, die auch aus der Industrie 4.0 kommen, wie den digitalen Zwilling. Dass wir also sagen, alles, was zu einem Feld oder zu einer Kuh gehört, das erfassen wir im digitalen Zwilling und von dort ist es sozusagen für den Landwirt oder die Landwirtin intuitiv zugänglich. Also ich muss nicht überlegen, in welchem System habe ich eigentlich mein Datum, sondern ich muss nur wissen, zu welchem Feld möchte ich eine Info oder zu welcher Kuh oder zu welcher Herde möchte ich eine Info. Und dann kann ich den digitalen Zwilling danach fragen. Und das, was wir natürlich für die Zukunft sehen für die Landwirte, ist dann auch zu unterstützen bei Prognosen. Beispielsweise, wenn zukünftig der Lebensmitteleinzelhandel weitere Anforderungen an die Nachhaltigkeit stellt, könnte ein Landwirt oder eine Landwirtin auch hingehen und sagen, wenn ich folgende Maßnahme einführe, wie wirkt sich das eigentlich auf meinen Betrieb und meinen CO2-Fußabdruck oder auf meine Biodiversitätsindizes aus? Ja, jetzt hast du schon das gute Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das begleitet uns ja das ganze Jahr hier beim Podcast des IESE. Und das wäre nämlich auch explizit noch die Frage, also wie kann denn die Agrartechnik Landwirte unterstützen mit Blick auf eine klimafreundliche Nahrungsmittelproduktion? Wie Digitalisierung die Nachhaltigkeit unterstützt, ist wirklich vielfältig. Eine Frage ist immer die des Ressourceneinsatzes, also wie viel Pflanzenschutz, wie viel Dünger, vielleicht auch wie viel Wasser bringe ich wann aus? Also zum Beispiel gibt es Digitalisierungslösungen, die auch aus dem All mit Satelliten messen, hat die Pflanze Trockenstress, also muss da bewässert werden oder muss noch nicht bewässert werden? Also das sind so diese typischen Punkte bezüglich des Ressourceneinsatzes. Das betrifft ganz unterschiedliche Dinge. Die Digitalisierung unterstützt beispielsweise auch bei der Frage der Fütterung der Kühe. Ja? Also gibt es ein Projekt, was wir in Kooperation mit dem Hofgut Neumühle machen. Ist das Fraunhofer Jesa und auch die RPTU beteiligt, wo es darum geht, na, kann ich nachhaltiger eigentlich meine Milch erzeugen? Und da geht es wirklich von, wie habe ich gedüngt auf dem Grünland, um das Gras, das dann siliert wird, wie ist dann eigentlich der Nährstoffgehalt, wenn ich es in das Silo bringe, wie ist der Nährstoffgehalt, wenn ich füttere, was passiert, wenn ich anders füttere, also nicht nur Kraftfutter irgendwie, das ich vielleicht importiert habe, sondern auch mit regionalen Nebenprodukten. Und alles das zu erfassen und zu verstehen und zu prognostizieren, wie wirkt sich das dann am Ende auf meinen Ertrag, auf meine Nachhaltigkeit und auch auf meine Qualität des Produktes aus, da forschen wir dran, dass wir da genauere Prognosen machen können und dann auch die unterschiedlichen Tools, die es gibt, um Nachhaltigkeitsbewertungen zu machen, zu füttern mit den Daten, sodass man dann sehen kann als Landwirt oder als Landwirtin, was habe ich denn da für Spielräume und was bedeutet es, wenn ich mich verändere in meinen Prozessen. Heute ist das häufig so, dass wir das als Landwirt oder Landwirtin machen, in der Hoffnung, dass es einen guten Ertrag bringt und dass IESE mit seiner empirischen Historie und dem Wissen aus Daten basierend, da arbeiten wir natürlich dran, dass wir Daten erheben und auch dann Wissen haben und somit mit Prognosen unterstützen können. Und inwieweit wird das denn jetzt alles schon eingesetzt bei Landwirten? Also kannst du das irgendwie abschätzen, wie häufig sowas schon zum Einsatz kommt? Es gibt ja verschiedene Studien, die sagen, wie digital sind denn die Landwirtinnen und Landwirte. Und da gibt es ja sehr, sehr hohe Prozentsätze und sehr, sehr niedrige. Und seriös ist es eigentlich, wenn man sie sich anschaut in einer gewissen Region, wo man also ähnliche Struktur hat. Und wenn man sie sich nach Produktionssystem und der Klasse der Technologie anschaut. Also setze ich eine Wetter-App ein? Na, das werden wohl die meisten tun. Das ist dann auch so die typische Statistik, wo wir hohe Zahlen sehen. Setze ich einen Agrarroboter ein? Da sehen wir häufig einstellige Prozentzahlen, also wo irgendwie so 3, 4, 5% unterwegs sind. Und spannend ist es natürlich dort, was die Nachhaltigkeit angeht, wo wir teilflächenspezifisch bewirtschaften.
Das heißt, wenn wir quasi Düngestreuer haben, die das können und dann auch die entsprechende Planungssoftware nutzen, um Applikationskarten zu erstellen, um eben Teilflächen spezifisch. Das heißt, gewisse Teile des Feldes werden anders gedüngt oder anders gespritzt als andere Teile vom Feld. Und da ist es so, dass wir im zweistelligen Bereich, aber eher im unteren zweistelligen Bereich sind, von der Nutzung der Systeme. Einige haben die auch, aber nutzen sie gar nicht entsprechend. Und da haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen ein sehr, sehr spannendes Event gehabt mit 35 Landwirtinnen und Landwirten, die einfach mal 9 unterschiedliche Tools ausprobieren konnten, um eine Düngekarte zu erstellen und dann zu sehen, wie fühlt sich das eigentlich an, bringt mir das einen Mehrwert oder wie komplex ist das? Und dann ein Gefühl zu kriegen, wie gut macht man das? Aber da ist noch Luft nach oben, ja, bei den ganzen Systemen. Ein Schlüssel ist, in der Forschung Nutzennachweise zu bringen. Dann müssen wir alle Forschenden und Institute uns an die eigene Nase fassen. Wir müssen eben Daten erheben, wo man wirklich klar sagen kann, in dem Bereich lohnt sich das, in anderen Bereichen lohnt sich das nicht. Aber du siehst es auf jeden Fall positiv, dass sich das nach oben entwickeln wird. Ich bin sehr überzeugt, dass das nach oben gehen wird. Ich glaube, dass viele Firmen noch einiges dafür tun müssen, dass die Systeme nutzungsfreundlicher werden, dass die Ressentiments gegenüber den Systemen, dass die Daten da irgendwie im Vendor-Login sind, dass das aufgebrochen wird, dass die Systeme geöffnet werden. Und häufig ist eben bei den Firmen die Sorge, dass Geschäftsmodelle nicht mehr gehen. Aber ich sage das immer so. Wenn ich mich jetzt so aufstelle, dass ich interoperabel sein kann und meine Daten gut austauschen kann, dann habe ich immer noch die Entscheidung darüber, ob ich das machen möchte oder nicht. Mit dem anstehenden EU-Data Act, wo geregelt ist, dass Landwirtinnen und Landwirte ein Recht da haben, die Daten auch wieder exportiert zu bekommen, wird da sowieso eine Änderung in den nächsten 20 Monaten kommen, wenn das so verabschiedet wird. Das heißt, nur, dass man die Möglichkeit hat, interoperabel zu sein, heißt ja nicht, dass man es machen muss. Man kann es also jederzeit aufmachen und mit Partnern kooperieren und danach auch wieder zumachen, um mit anderen Partnern zu kooperieren. Und das, glaube ich, wird was sein, was die Firmen in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird. Da sehen wir eine klare Tendenz, dass sich immer mehr Leute für dieses Thema Interoperabilität und Datenaustausch interessieren. Und jetzt vielleicht nochmal so ein Appell von dir am Ende, warum sie sich denn überhaupt damit beschäftigen sollten. Ich glaube, das ist ganz wesentlich für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Landwirtschaftsbetriebe. Das ist einfach nicht denkbar, dass wir so weitermachen wie bisher und werden im Wettbewerb bestehen. In einer globalisierten Welt wird das ein Thema werden. Wir müssen Nachhaltigkeitsnachweise in der Zukunft erbringen. Wir müssen nachhaltiger wirtschaften, das sagen uns die Regularien. Und häufig höre ich von etwas älteren Fraktionen, ja, da kümmert sich sozusagen mein Sohn oder meine Tochter darum. Wenn wir dann aber in der Kooperation mit den Fachschulen beispielsweise hören, ist denn da eine ganz breite Akzeptanz für Digitalisierung, dann ist das nicht selbstverständlich. Das heißt, wir müssen auch in der Ausbildung, sei das in der Fachschule, sei das im Studium, sensibilisieren, dass das ein wichtiges Thema ist, was die Potenziale sind. Und ich glaube nicht, dass die Betriebe auf Dauer zukunftsfähig sein können, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Insofern der klare Appell an alle Landwirten und Landwirte, nutzen Sie die Möglichkeiten, sich über diese neuen Technologien, die Sie unterstützen, wirklich zu informieren auf allen Ebenen. Es gibt Netzwerke, wo man mitmachen kann, auch hier von uns initiierte Netzwerke, und dort findet man viel Information. Perfekt, das war doch ein sehr schöner Abschluss. Auch vielen Dank, Jörg, für diesen tollen Austausch zu Digital Farming. Jetzt kommt noch die letzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat. Was war denn der erste Rechner, den du hattest, und welches Betriebssystem lief darauf? Das ist eine wunderbare Frage. Erstmal danke für das Interview, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich mit einem C64 gestartet und das erklärt dann, was es für ein Betriebssystem war, und tatsächlich noch mit einer Datasette. Also man konnte das alles von der Kassette laden, ja, oder musste es von einer Kassette laden. Ich habe große Augen bekommen, als ich das erste Mal dann Disketten oder sogar eine Festplatte an einem Amiga 500 beim Freund gesehen habe. Das hatte ich damals wahrscheinlich schon an der Informatik gereizt. Genau. Ich habe tatsächlich sehr schnell mit dem C64 programmiert. Also es war wirklich cool. Etwas, was ich als erstes gemacht habe. Also nicht nur Computerspiele gespielt. Sehr schön. Dann danke, dass du da warst. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit smarten und nachhaltigen Mobilitätslösungen für Städte und Regionen. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss. Morgendenker. Engineering the Digital Future.